Jo Leute, willkommen zurück zu Plaguing Evolved. Und wir spielen ein Szenario. Und zwar ein Custom-Szenario. Die offiziellen sind ja langweilig. Und zwar eins, wo ich mich richtig drüber gefreut habe, dass es sowas gibt. Lost Christmas. Wer es nicht weiß, ihr dürft euch auf nächste Woche, denke ich, dürfte ich es hinbekommen, werde ich einen Anime-Talk dazu aufnehmen, nämlich zu Guilty Crown. Aus dem kommt das nämlich. Ein bisschen erklärt das hier schon und wen es interessiert, der darf sich dann gerne nächste Woche Donnerstag in Anime-Talk um 16 Uhr angucken. In 2029, Void Genetics, a genetics laboratory from Japan, created a virus known as the Void Virus. In December 2029, a root scientist stole an unstable strain of the virus known as Apocalypse Strain and unleashed in the Oshima area. The events following the outbreak are known as the Lost Christmas. This scenario includes two unique transmission traits, 10 all new unique symptoms and two unique abilities. Viel Spaß. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Das müsste der Virus sein. Das finde ich halt immer schwierig. Also, wir nehmen ATP-Bonus. Normalerweise Genetic Mimic ist für Szenarien eigentlich immer relativ gut. Suppression ist. Na, für ein Virus. Ah, ich nehme mal lieber Aquacute. Urbophil. Ist, denke ich, ganz praktisch. Trans Status, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, Symptom Status ist besser. Gucken wir mal. Wir gucken uns das Ganze mal in Casual an. Apokalypse-Virus, ja. Machen wir mal. Humanity is foolish. I will show them what happened when they met with the normal curse of nature. Root Void Genetic Scientist. So, let the start location in Japan. Ist ja ganz klar. Und wir gucken uns den ganzen Spaß mal an. Die Blutübertragung, Drug Resistance, Luftübertragung und Mind Materialization. Okay, cool. A small crystal grown on the object the victim comes in contact with. Slightly increase effect. Activity unlocks full body crystallization. Cool. Pathogen can survive outside the body in fresh, warm water. Increase effort, especially in humid environments. And transmission. Okay. The mind of the victim in the form of a void. So. Also, um das Ganze wirklich vernünftig zu verstehen, muss man eigentlich schon fast den Anime geguckt haben. Guilty Crown, habe ich das gesagt? Ich glaube ja. Also, Guilty Crown ist der passende Anime dazu. Unlocks new gains for the virus. Unlocks finger crystallization and toe crystallization. Sets the lethality to zero. Okay. Genomes become more unstable, increasing random mutation. Okay, das ist nicht so schön. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal damit und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich stehe auf die Szenarien. Also die bringen immer so frischen Wind rein. Trockener Wind. So. Japan hat, glaube ich, gar keine Temperatur, ne? Ne, da hat gar keine. Gut, wo werden wir denn mit Japan als erstes hinkommen?
Kommt drauf an. Wenn wir übers Flugzeug gehen, das ist eigentlich wurscht. Da kommen wir, glaube ich, sogar nach Südamerika. Da bin ich mir aber nicht sicher. Aber ich glaube, die meisten Sachen werden kalt sein. Ich glaube, man kommt auch nach Amerika oder in Zentraleuropa rein. Sagt er ja, und als erstes kommt er in ein warmes Gebiet rein. So, Afghanistan wäre mir jetzt nicht so in den Sinn gekommen. Oder Saudi-Arabien. Wo ist denn Afghanistan? Ist das nicht auch hier? Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, Erdkunde war nie so einfach. So, ja, sag ich doch. Also, man kommt halt nach Amerika und Zentraleuropa, aber halt auch nach Saudi-Arabien. Was ich zum Beispiel nicht wusste. So. Erst einmal Drug Resistance und the Genetic Hardening. So. Im Endeffekt sind das so Tumorgeschwüre, die in Kristallform sich ausbilden. So. Hard Materialization. Virus. Materialize of the victim in the form of a void. Okay. Ja. Gut. Erstmal das. Erstmal in Transmission rein. So. Und weiter in Transmission rein. Und ich würde sagen, einmal das und gucken uns das mal an. Crystal Growth on Buildings. Increasing Effizienz. Ich kann das Wort nicht aussprechen. In both urban and rural areas. Unlocks Body Breakdown. Okay. Body Breakdown klingt nicht ganz so schön. Das klingt wirklich nicht ganz so schön. So. Ich möchte eigentlich gerade so ein bisschen die Mutationschance hochziehen. Kickstopper. Okay. Do, do, do. Und dann okay. Pathogen, full immunity to all known antivirals. Okay. Okay. Wäre cool, wenn wir noch mal eben nach Grönland können. Danke. So. Das. Und dann würde ich sagen, keine Ahnung. Das? Wie schalte ich das denn da frei? Mystery Plague is real. Doctor not finding an evidence of ill health. So, also die Menschheit ist eigentlich komplett infiziert. Wir gehen einfach mal da hoch. Okay. Okay. Hallo? Erstmal das. Ja, okay, das war's. Small crystals start to grow on the finger, slowly covering them up. Toes, okay. Entweder von unten oder nach oben. Wenn die Finger weg sind, dann ist scheiße. Kann man schlechter zocken. Oh, erstmal direkt was mutiert. Ja gut, jetzt rastet das Ding natürlich aus. Okay. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, die anderen den zweiten Schild jetzt zu machen. Komm schon. Gib mir.
Ach komm, gib mir doch wenigstens den einen Punkt. So. Okay. Okay, dann werden wir so langsam dann auch tödlich. Komm schon. Mach hin. Danke. Crystals start to cover main organs slowly, stopping their functions. Okay. Ja. Was kommt als nächstes? Crystal cover the body of the victim. The victim does not sustain damage but become immobile. Okay. Okay. Und das letzte, the body begins to break down in millions of tiny crystals, killing the victim. Oh ja, da gab es sehr coole Szenen. Und sehr traurige Szenen. So. Oh ja, guckt es euch an. Da geht die Welt zugrunde. Wieder einmal ist die Welt durch meine Hand zugrunde gegangen. Wir können jetzt noch das hier ein bisschen höher ziehen, aber ich würde sagen, das haben wir ganz safe gewonnen. Ich würde sogar sagen, dass das Sinnvollste bei der Krankheit das Blaue ist, damit man am Ende nicht so lange warten muss. Oder man speichert einfach einige der Punkte ab. Ich fand echt cool, also das Ding fand ich echt cool. Ich hätte vielleicht, also wirklich, nur vielleicht hätte ich wirklich die Schattenpest genommen, weil der Protagonist halt irgendwie so ein bisschen fehlt. Aber der hat halt auch nicht den Virus rausgebracht. Okay, gut, es gibt, glaube ich, keine vernünftige Begründung, warum das dann funktionieren sollte. Naja, egal. Aber mega cool, also kriegt auf jeden Fall von mir einen Daumen hoch. Also macht mega Laune. Wie gesagt, der Anime ist auch richtig, richtig gut gemacht. Würde ich mir auch auf jeden Fall angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Eine kleine Überraschung kommt jetzt gleich noch am Ende. Ich habe endlich eine Endcard. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Die dürft ihr gleich angucken, wenn ihr es noch sehen wollt. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen und ich bedanke mich für euer Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Plaguing Evolved. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.